Was? Nein, nein, ich komme sofort. Nora! Hat Tanja Zeit? Sie hat eine Patientin, kann eine Weile dauern. Okay, sie soll mich sofort anrufen. Und Frau Thelen übernimmt meine Patienten. Was ist denn passiert? Ich muss in den Hort, Finn geht's nicht gut. Peters. Klaas, gut, dass Sie da sind. Was ist denn mit Finn? Er hat mich gebissen. Was? Ich habe schon viele Wutanfälle bei Kindern erlebt, aber sowas. Gott, wie ist das passiert? Er hat sich mit Emil gestritten. Ich bin dazwischen und dann. Okay. Sie haben sich schon desinfiziert. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Klar. Okay. Ich würde Ihnen übrigens dringend raten, Finn erstmal aus dem Hort zu nehmen. Das wäre besser für ihn und auch für die anderen Kinder. Ich weiß, Frau Peters, aber Sie sagen das so leicht. Finn ist im Moment total durch den Wind. Seine Mutter liegt in der Spezialklinik. Ich weiß, deswegen wohnt er bei Ihnen. Ich finde es auch großartig, dass Sie sich um ihn kümmern. Aber ich glaube, im Moment braucht er einfach mehr Zuwendung und vor allem Zeit, als ihm zwei vollberufstätige Menschen geben können. Ja, das sagt sich so einfach. Ich mach das. Gehen Sie mal zu ihm. Okay, danke. Finn? Finny? Hey. Großer, was ist denn los? Was machst du denn für Sachen? Guck mich mal an. Möchtest du mit mir drüber reden? Nein? Oh, komm mal her. Nein. Oh, du. Einfach Frau Peters beißen. Hä? Frau Peters, ich bringe ihn nach Hause und das sollten Sie auf jeden Fall morgen noch mal anschauen lassen von dem Hausarzt. Ja? Also, Sie können natürlich auch zu mir kommen, aber ich muss unbedingt noch mal überprüft werden. Danke. So, alles überprüft und abgenommen. Ihr könnt loslegen. Super. Du kennst dich aus mit dem Teil? Ist noch Zeit für einen Kaffee? Klar. Können wir mal einen Kaffee haben? Was machst du denn, Moritz? Hast du sowas öfter? Aber du weißt schon noch, wer ich bin. Jens Hober. Heute ist Montag. Ich heiße Moritz Strecker und hab gerade den Kran überprüft. Gut, dass dir das nicht da oben passiert ist. Setz dich erstmal. Komm. Sollen wir den Krankenwagen rufen? So schlimm ist es nicht. Und du musst das checken lassen. Du gehst zum Arzt, ja? Ich habe noch keinen hier in Eisenach. Dann bring ich dich jetzt zu Dr. Kleist. Das ist mein Hausarzt. Komm. Bis jetzt alles in Ordnung. Das ist Ihnen vorher noch nie passiert? Noch nie. Schlecht geschlafen letzte Nacht. Haben Sie vielleicht was getrunken? Alkohol, meine ich? Gar kein. Nehmen Sie Medikamente oder rauchen Sie? Zweimal nein. Was Falsches gegessen? War mit dem Stammitaliener. Ist irgendwas Besonderes passiert? Gestern oder heute? Ich habe ganz normal gearbeitet. Stress? Ich bin Wartungstechniker bei einer Kranfirma, noch nicht lange in Eisenach. Eigentlich ein ganz normaler Job. Deshalb klappe ich doch nicht plötzlich zusammen. Das EKG ist jedenfalls in Ordnung. Sie dürfen jetzt wieder aufstehen. Der Puls ist stark beschleunigt, aber schwer tastbar. Das heißt, der Blutdruck ist im Keller. Orthostase, Schwindel nach dem Aufstehen. Haben Sie gesessen, bevor Sie zusammengebrochen sind? Ich kam vom Kran.
Also das, was ihm passiert ist, das nennt man Synkope. Das ist, wenn es vereinzelt auftritt, völlig unproblematisch. Es ist eine Überreaktion des Nervus vagus. Also der Nerv signalisiert dem Körper, Achtung, Bluthochdruck. Das stimmt aber gar nicht. Der Körper fährt den Blutdruck runter und dann zack. Sind Sie sicher, dass das ist? Das ist zumindest die Diagnose mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Ich nehme Ihnen jetzt nochmal Blut ab und dann wissen wir morgen genaueres. Schauen gleich mal, ob wir morgen noch einen Termin für Sie frei haben. Frau Mann? Sekunde. 9.30 Uhr, passt das? Klar, muss ja nicht arbeiten. Gut. Kann ich helfen? Ich habe gerade schon einen Termin für einen Strecker gemacht. Ich sehe gerade, der Kollege von Hatzfeld hätte morgen auch noch was frei. Also wenn wir mit den Blutergebnissen nicht weiterkommen, dann haben wir noch andere diagnostische Möglichkeiten. Super, danke. Bis morgen. Bis morgen. Frau Dr. Thelen? Ja? Dass Sie Ihre eigenen Termine vergeben, okay. Obwohl das eigentlich meine Sache ist. Es könnte ja sein, dass Sie demnächst wieder Patienten vom Chef übernehmen müssen. Aber was gar nicht geht, ist, dass Sie über die Zeit von Dr. von Hatzfeld verfügen. Das habe ich doch gar nicht. Ich habe lediglich gesehen, dass es möglich wäre. Also bitte überlassen Sie die Organisation der Praxis mir. Sie waren aber gerade nicht da. Wollen Sie mir jetzt sagen, wie ich meine Arbeit zu machen habe? Das da muss ins Labor. Das ist dringend. Selbstverständlich. Also ich war mit Finn beim Eis essen. Und hat er erzählt, was passiert ist? Er hat alles Mögliche erzählt von Neuseeland, seinen Kumpels, die er vermisst, aber von dem Vorfall im Hort kein Wort. Er ist hier überhaupt nicht in seiner gewohnten Umgebung und er vermisst den ganzen Tag seine Mutter und macht sich Sorgen. Hi. Hi. Ist doch furchtbar. Ich habe schon gehört, was er angestellt hat. Weißt du denn was Neues von seiner Mutter? Nee, nicht wirklich. Ich telefoniere täglich mit den Kollegen in Berlin. Sie sind mitten in der vorbereitenden Konditionierungsphase. Okay, und wann können die mit der Transplantation der Stammzellen beginnen? Sie hoffen nächste Woche. Miriam ist ziemlich schwach und ich finde, wir sollten sie jetzt nicht noch mit den Problemen hier belasten. Obwohl es Finn bestimmt gut tun würde, mal ihre Stimme zu hören. Ja, aber sie liegt isoliert, sie kann gar nicht telefonieren. Und wer weiß, wie Finn reagiert, wenn er mitbekommt, dass es seiner Mutter so schlecht geht. Also nach heute wäre ich da wirklich vorsichtig. Ja, wir wussten ja, dass es nicht einfach wird. Ja. Ja, ich hab uns da ganz schön was eingebrockt, ich weiß. Das ist doch Quatsch. Das haben wir alles gemeinsam beschlossen. Ja. Und was machen wir jetzt? In den Hort geht er auf jeden Fall erstmal nicht. Ja, egal was wir machen. Es muss uns gelingen, dass er sich wenigstens bei uns in der Familie zu Hause fühlt. Ja, das finde ich auch. Willst du ein paar Pfingstrosen für deine Wohnung? Danke. Ich schneide dir noch eine ab. Du musst aber anschneiden und in warmes Wasser stellen. Witzbold, weiß ich doch. Und Zucker hattest du doch gesagt, oder? Zucker kommt dann. Genau. Schaffen wir das? Klar schaffen wir das. Hallo Finn. Ich habe gehört, hier ist jemand total mies drauf. Ich bin Alberta. Und Luise hat mir immer alles erzählt, wenn sie traurig war. Es war ein blöder Tag heute, hm? Wollen wir was spielen? Mit oder ohne Alberta? Weiß nicht. Ein bisschen beruhigen. Michael liest den beiden jetzt was vor. Gut. Hat er dir denn was erzählt? Ja, also angefangen hat alles mit dem Haka. Kriegstanz der Maori. Tanzt auch die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft vor jedem Spiel. Also das ist wirklich heftig. Und das hat Finn diesem Emil vorgemacht? Und er hat dann gesagt, dass Finn Spinner ist.
Ich bin sauer geworden und dieser Streit ist irgendwie hochgekocht. Bis Frau Peters eingegriffen hat. Genau. Die hat Finn dann festgehalten, damit er halt nicht auf Emil losgeht, und dann hat er sie gebissen. Aber man muss auch dazu sagen, dass Emil Finn richtig krass provoziert hat. Also meinte irgendwie, ja, muss eh bald ins Heim, weil deine Mama stirbt und so. Und jetzt weigert sich Finn, je wieder in den Hort zu gehen. Kann man verstehen. So, Rosalie und Finn schlafen jetzt. Wie machen wir das jetzt morgen? Also, ich kann tagsüber nicht, aber abends und nachts bin ich natürlich da, wie besprochen. Es wird sehr schwierig, das in der Praxis so kurzfristig umzuorganisieren, oder? Ja. Was ist mit Bernd und Inge? Naja, die sind grundsätzlich bereit zu helfen, aber ausgerechnet morgen haben sie den ganzen Tag eine Veranstaltung im Treffpunkt Eisenach. Ich kann noch gucken, ob ich meinen Dienstplan im Krankenhaus verschieben kann, aber ich weiß nicht, ob das bis morgen schon klappt. Tja, dann bleiben eigentlich nur Paul und Lotte. Ich meine, ausnahmsweise. Es wäre ja nur für 2 Stunden, dann bin ich da. Und die sind ja auch zu zweit, oder? Versuch wert. Ja. Gut, vielen Dank. Also. Hast du schon was gegessen, mein Engel? Nee. Haben wir denn noch was da? Ich mach dir ein Brot. Okay. Frau Kollegin? Ich habe heute leider keine Zeit für einen kollegialen Plausch. Ich musste gestern Nachmittag Herrn Kleist Patienten übernehmen und habe es leider nicht mehr geschafft, alles zu dokumentieren. Ich will auch nicht plauschen. Ach ja. Und bitte überlassen Sie das Praxismanagement denjenigen, die was davon verstehen. Dann haben Sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für Ihre eigenen Aufgaben. Ach, daher. Und hören Sie auf, sich in meine Belange einzumischen. Ich bin hier Partner und Sie Angestellte. Als Sie neulich hier noch diese komischen bunten Streifen auf dem Boden haben wollten, da war noch Teamgeist gefragt. Sie geben Frau Mann keine Anweisungen. Basta. Ich werde ja wohl einer Arztin... Medizinische Fachangestellte. Ich werde ja wohl einer Mitarbeiterin noch sagen dürfen, was ich bei einem Patienten für nötig halte. Morgen! Ups. Sorry, ich wollte die traute Zweisamkeit jetzt nicht zerstören. Aber einer muss ja mal Kaffee kochen, hm? Weil sonst kann hier kein Mensch arbeiten. Zumindest kein normaler. Ist jemand für mich da? Morgen? Morgen. Wie war es gestern mit dem Patienten? Alles bestens. Alles in Ordnung? Mhm. Okay. Mit Ihnen hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, Frau Peters. Ja, es ist irgendwie ziemlich dick geworden und warm und tut auch weh. Also, es tut mir wirklich wahnsinnig leid mit Finn. Sie hätten mal die Wut in seinen Augen sehen sollen, als er mich gebissen hat. Der ist komplett ausgetickt. Dabei will ich ihm wirklich helfen. Ja, das wollen wir alle. Oh, ist das eine Entzündung? Möglicherweise. Könnte aber auch eine allergische Reaktion sein. Sagen Sie, wissen Sie, ob Sie eine Disposition für Allergien haben? Nein, wieso? Das gefällt mir gar nicht. Ich werde Ihnen auf jeden Fall zur Sicherheit Blut abnehmen und auf Infektionsmarker testen. Ja. Wenn das Laborergebnis heute Nachmittag vorliegt, dann wissen wir auf jeden Fall mehr. So. Ich werde jetzt noch die Wunde desinfizieren und einen neuen Verband machen. Okay? Mhm. Haben Sie denn starke Schmerzen? Es geht. Ich könnte Ihnen ein Schmerzmittel verschreiben. Nein, nein, ich schaffe das schon. Wirklich. Also, falls es schlimmer wird, kommen Sie bitte noch mal zu mir her. Mach ich. Herein. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie spielen? Ja. Was denn? Was vermuten Sie denn? Als Ärztin... Jazz? Folkrock? Metal? Spannend. Ihnen scheint es besser zu gehen. Abgesehen davon, dass ich ziemlich schlecht geschlafen habe. Sie machen sich Sorgen, hm? Würden Sie das nicht an meiner Stelle? Ich kippe plötzlich um und das bei meinem Job. Wie gesagt, das kann alles ganz harmlos sein. Kann.
Seit gestern Nachmittag? Alles ganz normal. Gut, schauen wir uns Ihre Blutwerte mal an. Ist was? Was Schlimmes? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Ich muss schnell was klären. Bin gleich wieder da. Bis dann. Wiederhören. Frau Mann, ich brauche für Herrn Stricker ein Differentialblutbild. Warum geben Sie im Labor nur ein kleines in Auftrag? Ich nehme ihm jetzt nochmal Blut ab. Vielleicht kümmern Sie sich in Zukunft mehr um Ihren Job als um die Verteidigung Ihres Reviers. Wie bitte? Tut mir leid, es fehlen leider ein paar Werte. Wir müssen noch mal Blut abnehmen. Dann dauert es wieder bis morgen, bis die Ergebnisse da sind. Ich mach den Druck, dann haben wir sie bis heute Nachmittag. Okay, kommen Sie mit. Und in der Zwischenzeit machen wir ein Belastungs-EKG. Falls doch irgendwas mit Ihrem Herzen sein sollte, finden wir das so raus. Und wenn es nicht das Herz ist? Dann suchen wir so lange weiter, bis wir die Diagnose haben. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber es war anscheinend nicht von der Fackel gekrönt. Knallt die mir gestern die Proben hin, ohne genaue Angaben. Woher soll ich denn wissen, dass sie ein Differentialblutbild haben will? Oh. Routinemäßig fangen wir immer mit dem Kleinen an. Beruhigen Sie sich, ich kläre das. Die spinnt ja. Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, so kurzfristig. Na klar, mir liegt doch Finn auch am Herzen. Wir versuchen wirklich, ihn zu integrieren. Und ich weiß ja auch, in was für einer schwierigen Situation er ist. Aber gehen Sie mal mit einem Kind um, das von einem zum anderen Augenblick völlig austickt und auf andere Kinder losgeht. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch den anderen Kollegen. Das heißt, dieser Streit mit Emil war nicht der erste, der eskaliert ist? Genau. Aber dass Emil Finn provoziert hat, das wissen Sie? Ja, das behauptet Finn. Und Sie glauben ihm nicht? Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, was ich ihm glauben kann und was nicht. Hören Sie, wir versuchen wirklich alles, aber so ein Verhalten ist in einem Hort einfach nicht aufzufangen. Plus habe ich auch noch 20 andere Kinder in der Gruppe, um die ich mich kümmern muss. Und vor deren Eltern ich mich jetzt rechtfertigen muss. Die rufen jetzt bei mir an und beschweren sich, dass ihre Kinder traumatisiert nach Hause kommen. Also traumatisiert halte ich in dem Zusammenhang für ein sehr starkes Wort. Ja, kommt nicht von mir, kommt von Emils Mutter. Aha. Es fällt mir wirklich nicht leicht, aber ich glaube, es wäre das Beste für Finn, wenn... Was Sie mir sagen wollen, ist, es wäre das Beste für Finn, wenn wir ihn erstmal zu Hause betreuen? Ja. Er braucht eine feste Bezugsperson. Alles andere überfordert ihn. Aha. Okay, ich verstehe. Schmeckt's dir nicht? Ich habe keinen Hunger. Willst du was anderes? Hey, komm, du kannst euch mithelfen. Hab ja nichts gegessen. Trotzdem, bei uns hilft jeder mit. Weißt du was? Ich glaube, ich habe im Kühlschrank noch ein paar Weintrauben gesehen. Vielleicht schmeckt dir das ja. Guck mal. Ich will das nicht, ich will gar nichts. Spinnst du? Finn, was soll das? Mama, willst du Mama? Mama, nicht schlimm. Alles gut. So, alles wieder gut. Danke, Herr Doktor. Gerne. Grüß mir Tigger. Mach ich. Ja. Lotte hat angerufen. Einer von uns muss nach Hause. Finn dreht total durch. Was? Schon wieder? Er hört überhaupt nicht mehr auf zu weinen. Mensch. Hoffentlich haben wir die Situation nicht unterschätzt. Paul und Lotte schaffen das nicht. Das müssen wir machen. Ich kann auf keinen Fall weg. Ich hab... Ich weiß. Ich mach das. Du hast gestern schon alles stehen und liegen lassen. Also, nach dem, was Sie erzählt haben, hat Strecker ja wohl keine klassischen Herzrhythmusstörungen. Aber vielleicht sowas wie eine karotide Sinussynkope. Das ist eine interessante Überlegung. Das werde ich überprüfen. Bei einem Mann unter 40. Also, auch wenn Ihre Eltern Kollegen sind, ja, Sie sind es nicht. Also, verschonen Sie uns bitte mit Ihrem gefährlichen Halbwissen. Also, ich bin offen für interessante Theorien. Außerdem bin ich ein Mensch ohne Berührungsängste und Standesdünkel. Was Ihr Umgang mit Nora deutlich zeigt. Sie hat sich bei Ihnen ausgeholt, das war ja eigentlich klar. Wenn Sie ein Differentialblutbild wollen, dann müssen Sie es sagen.
Ich dachte, das wäre selbstverständlich bei einem Patienten, der mit einer plötzlichen Ohnmacht kommt. Also in der Klinik, weißt du... Wir sind ja aber nicht in der Klinik. Hier gelten andere Regeln. Okay. War ein Missverständnis. Und was den Fall angeht, es quakt wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, es ist eine... Ein Krokodil. Was ich damit sagen will, manchmal ist das Naheliegende auch das Richtige. Also eine vasovagale Reflexsynkope. Völlig harmlos, wenn sie nicht häufiger auftritt. Gut, dass Sie das so genau wissen, ohne den Patienten jemals untersucht zu haben. Dann kommen Sie bloß nicht auf die Idee, ihn zu mir zu schicken. Andernfalls singe ich in der Semperoper. Aufregend. Schreiben Sie mich auf die Gästeliste? Ja, mich bitte auch. Herr Strecker. Entschuldigung, habe ich Sie warten lassen? Nehmen Sie Platz. Haben Sie jetzt alle Werte, die Sie brauchen? Ja. Sie sind gesund. Meine Ohnmacht war von der harmloseren Sorte. Ich kann also auch wieder arbeiten? Seit gestern Nachmittag fühlen Sie sich völlig in Ordnung? Dann spricht alles dafür, dass es sich bei Ihrer Synkope um ein einmaliges Ereignis handelt. Das kommt bei jungen Männern häufiger vor, als man denkt. Ungefähr 2 von 1000. Klingt für mich jetzt nicht so viel. Naja, zum Vergleich, bei einem Herzinfarkt in Ihrer Altersgruppe liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 10.000. Sie müssen allerdings weiterhin vorsichtig sein. Sobald Sie merken, es bahnt sich irgendwas an... Klettere ich auf keinen Kran. Sie sollten keine weiteren Risiken eingehen. Mach ich. Gut. Wiedersehen, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Hallo, Herr Strecker. Haben Sie einen kurzen Moment für mich? Ja. Was wird das? Nicht das, was Sie jetzt denken, Frau Dr. Thelen. Ich finde, Sie sollten mit Nora Frieden schließen. Das sind Ihre Lieblingspralinen. Ich habe Sie extra gefragt. Und nicht alle alleine essen. Ich habe mich total erschrocken, als Finn plötzlich die Vase runtergeworfen hat. Es tut mir so leid, Leute. Wenn ich gewusst hätte, wie durcheinander Finn wirklich ist. Gut, Mama. Nichts passiert. Naja, bis auf das, ne? Ist morgen wieder vergessen. Hm. Finn dagegen. Ach, Hausaufgaben. Ja, Michael. Ja, ich bin zu Hause. Finn macht einen Mittagsschlaf. Mach dir jetzt keinen Kopf. Du musst es operieren. Deswegen haben wir Finn ja zusammen aufgenommen. Ja. Bis heute Abend. Okay. Paul hat mir erzählt, was passiert ist. Die beiden wussten echt nicht, was sie machen sollen. Ich mache mir solche Vorwürfe. Einer von uns hätte da sein sollen. Ach komm mal, das ist doch Blödsinn. Ja, du kannst auch nicht wissen, dass ausgerechnet in den 1,5 Stunden, wo du nicht hier bist, sowas passiert. Kannst du Finn in 20 Minuten aufwecken? Mhm. Ich muss noch 2 Patientinnen anrufen. Kann ich machen. Danke. Bitte. Also Ihr BSG und CRP-Wert ist deutlich erhöht. Das heißt, Sie haben tatsächlich eine sehr starke Entzündung, Frau Peters. Das kommt aber von dem Biss, oder? Möglicherweise. Es könnte allerdings auch einen anderen Infektionsherd geben. Also, Sie haben auch diverse Antikörper gegen Allergene in Ihrem Blut. Was heißt das? Das heißt, Sie haben eine Allergie und eine Entzündung. Gegen die Allergie kann ich Ihnen allerdings etwas verschreiben. Tut Ihnen denn noch irgendwas anderes weh, außer dem Arm? Naja, manchmal tut mir der Rücken weh, aber eigentlich nur, wenn ich mit den Kindern zu viel spiele. Hm. Haben Sie manchmal Fieber oder Schüttelfrost, Schweißausbrüche? Nein, nichts davon. Versuchen Sie gerade irgendwas anderes zu finden, was nichts mit dem Biss zu tun hat? Nein, um Gottes Willen. Ich versuche herauszufinden, was Ihnen fehlt. Aber Sie können natürlich jederzeit zu Ihrem Hausarzt. Nein, tut mir leid. Was ist denn jetzt mit der Entzündung? Ich muss sie krankschreiben. Das geht auf gar keinen Fall. Wenn ich jetzt ausfalle, müssen das meine Kollegen alleine ausbaden. Und wir sind eh schon unterbesetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich kann wirklich nicht mehr tun, dass ich mich für Finn entschuldigen. Ja, ich weiß. Sie haben mich bei uns im Betrieb noch getestet. Da funktioniert es einwandfrei. Ja, aber hier tut sich nichts.
muss also die Steuerungseinheit oben sein. Ich gehe hoch. Soll ich nicht lieber einen von meinen Jungs schicken? Muss ihm ja nur sagen, was er tun soll. Ich mach's schon. Frau Mann, entschuldigen Sie bitte, ich wollte mich nicht in Ihre Kompetenzen einmischen. Das haben Sie aber getan. Kommt nicht wieder vor. Gut, das will ich hoffen. Und wegen dem Differentialblutbild. Davon haben Sie nichts gesagt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Sie das in so einem Fall von sich aus in Auftrag geben. Und ich bin davon ausgegangen, dass Sie mir sagen, was ich zu tun habe. Okay. Kann das sein, dass wir uns immer nur auf dem falschen Fuß erwischen? Ich bin dafür, dass wir einen Neustart machen. Marc hat mich die ganze Zeit nach meinen Lieblingspralinen ausgefragt. Haben Sie ihn vorgeschickt? Nein. Also gut, die Wahrheit ist, er stand mit der Schachtel bei mir und meinte, wir sollten unsere Missverständnisse ausräumen. Und ich finde aber, er hat recht. Ja, das können wir gerne tun, aber nur, wenn es wirklich von Ihnen kommt. Und alles gut? Alles bestens. Ich hoffe nur, es funktioniert auch. Danke. Schön, dass du wieder fit bist. Man sieht sich. Wir haben jetzt keine Probleme mehr. Wir können den Termin halten. Moritz! Moritz! Du hättest uns fast über den Haufen gefahren. Oh, ein Glück, dass ich dich rechtzeitig gesehen habe. Ich war wieder komplett weg. Wie konnte Dr. Kleist nicht gesund schreiben? Er war es nicht. Die junge Ärztin, die jetzt bei ihm arbeitet. Also gut. Du setzt dich jetzt in ein Taxi, fährst zu Dr. Kleist und dann bestehst du auf einem Termin bei ihm. Okay? Also ich gebe Ihnen recht, Frau Dr. Thelen, die Werte sind tatsächlich unauffällig. Aber irgendwas stimmt doch nicht. Ich verstehe das nicht. Solche Ohnmachtsanfälle sind in der Regel völlig harmlos. Haben Sie Heißhungerattacken oder Kopfschmerzen? Probleme, sich zu konzentrieren? Wenn es Diabetes wäre, dann könnten wir es auf den Werten feststellen. Ich denke, wir müssen ein Langzeit-EKG machen. Wir haben doch schon zwei EKGs gemacht. Beide waren ohne Befund. Ja, aber sehen Sie, wenn die Herzrhythmusstörungen unregelmäßig sind, dann können wir sie nur sehr schwer auf einem Ruhe- oder Belastungs-EKG nachweisen. Ah, Herr Kirchner, der junge Mann braucht ein Langzeit-EKG. Erklären Sie mir, wie das funktioniert? Gerne. Darf ich arbeiten? Klar. Allerdings müssen Sie vorsichtig sein. Keine Kräne und ich fahre nicht Auto. Kommen Sie mal mit mir. Ich hätte weitersuchen müssen. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Frau Dr. Thelen. Ich denke, ich hätte vermutlich auch nicht weitergesucht. Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufgeben. Aber Herr von Hatzfeld hat mich verspottet und Frau Mann war auch sauer, weil das Wartezimmer immer voller wurde. Ach, und das hat Sie aus der Fassung gebracht? Frau Dr. Thelen, ich halte Sie wirklich für eine sehr kompetente Ärztin. Und das mit dem Selbstbewusstsein und der Intuition, das wird in wenigen Jahren ganz von alleine da sein. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein. Ich meine,
wie sehr Finn ausrasten kann. Das haben wir ja heute wohl alle wieder erlebt. Bei Lotte und Paul hat er sich entschuldigt. Aber ich glaube, das wird er auch bei Frau Peters machen. Das muss er auch. Allerdings glaubt er, dass wenn er sich bei ihr entschuldigt, er auch zurück in den Hort muss. Das können wir nicht machen. Er fühlt sich nicht wohl, das müssen wir respektieren. Ja, das kann ich aber auch verstehen, nach dem, was der Junge zu ihm gesagt hat. Dass er noch mal in den Hort geht, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ja, dann müssen wir das irgendwie organisieren. Also ich könnte mir 2, maximal 3 Tage frei nehmen. Frau Thelen hat es ja schon mal gemacht, als wir im Urlaub waren. Eine Woche lang. Ja, einen Nachmittag kann ich auch frei nehmen. Und ich bin ja auch noch da. Und Inge und Bernd. Wir sollten Finn jetzt nicht von einem zum anderen schieben. Er braucht jemanden, auf den er sich verlassen kann. Ich wollte vorschlagen, dass ich in der Praxis kürzer trete. Das ist schön, aber ist es nicht ein bisschen sehr klischeehaft? Die Männer gehen arbeiten, die Frauen in Teilzeit. Aber es ist vernünftig und wir sollten uns jetzt nicht ideologisch aufladen. Du bist Chefarzt und du hast in der Praxis einfach mehr zu tun als ich. Es ist ja auch nicht für immer. Also, Finns Mutter wird ja bald wieder gesund. Hoffentlich. Ja. Die Kinder gehen ja ziemlich cool mit der Situation um. Also wenn es nicht noch schlimmer wird, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Gut. Wir wollten noch Blumen besorgen. Ja. Also hier sieht man tatsächlich ganz deutlich eine Brachykardie. Was heißt das? Das bedeutet, ihr Herz schlägt zu langsam. Das ist eine Form der Herzrhythmusstörung. Also im Prinzip bedeutet es, dass das Blut nicht genügend stark in ihrem Kreislauf gepumpt wird und dadurch ist das Gehirn unterversorgt. Und ich klappe zusammen. Ja. Wo waren Sie denn gestern um 17.34 Uhr? Beim Einkaufen. Ist Ihnen da irgendwas Besonderes aufgefallen? Absolut Routine. Und dann abends noch mal um 22.03 Uhr. Wahrscheinlich beim Zähneputzen. Das ist meine Zeit. Vor dem Zähneputzen sind Sie da vielleicht zu schnell aufgestanden. Sie meinen, das könnte die Herzrhythmusstörung ausgelöst haben? Genau. Vorher habe ich die Küche aufgeräumt. Ich stand bestimmt schon 5 Minuten. Vielleicht hat er eine Grippe? Waren Sie im letzten Winter stark erkältet? Vielleicht sogar mit Fieber? Ich habe eine Woche komplett flachgelegen. Warum fragen Sie? Was hat das damit zu tun? Waren Sie dann beim Arzt? Wozu? Mit Arzt dauert eine Grippe 7 Tage, ohne eine Woche. Vor diesem Infekt hatten Sie noch nie irgendeine Ohnmacht. Es könnte sein, dass sich der Infekt auf den Herzmuskel gelegt hat. Mhm. Die Entzündung selbst ist verheilt. Deshalb sind die Blutwerte in Ordnung, aber der Herzmuskel ist beschädigt. Mhm. Herr Strecker, ich würde ganz gerne ein MRT machen. Ich werde mit dem Kollegen von Hatzfeld sprechen. Nehmen Sie noch mal Platz? Wir sind gleich wieder da. Sie dürfen sich schon mal für die Semperoper einsingen. Sie schieben mir nicht im Ernst Herrn Strecker? Doch, zum MRT. Herr Kleist befürwortet es. Und warum, wenn ich fragen darf? Verdacht auf ausgeheilte Myokarditis, die aber Herzmuskel und oder Sinusknoten beschädigt hat. Er hatte noch mal eine Synkope, diesmal im fahrenden Auto. Also ein MRT bitte, und zwar so schnell wie möglich. Ich verbitte mir diesen Tonfall. Er hätte auch vom Kran stürzen können. Oder Leute totfahren, weil Sie mir nicht geglaubt haben. Medizin ist keine Glaubensfrage, sondern Wissenschaft. Ich war von Anfang an überzeugt davon, dass es um mehr geht als harmlose Ohnmachtsanfälle. Aber Sie haben mich verunsichert. Ach, ich kann Sie verunsichern. Ein MRT bitte. Und wenn ich Unrecht hatte, dann kriegen Sie einen Tee von mir. Ich freue mich schon auf eine Flasche Royal Blue. Kostenpunkt 1000 Euro. Sie spinnen ja. Tee aus Flaschen. Und dann auch noch so teuer. Sag mal, was hältst du eigentlich davon, dass Mama jetzt nur noch halbtags arbeitet? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung gerade. Ich hätte mir das oft gewünscht. Da hätte sie mehr Stress machen müssen.
Hab ich ja. Hat aber nichts genützt. Weißt du, es war echt doof hier am Anfang. Aber dass Mama deswegen weniger arbeitet, das stand nie zur Debatte. Sag mal, kann das sein, dass du wegen Lenny so schlecht drauf bist? Der ist so ein Arsch! Ja, ich weiß. Aber dafür kann Finn nichts. Bald adoptierst du ihn. Was dagegen, oder was? Bereitest dich eben schon mal auf deine Zukunft als Hausfrau und Mutter vor? Bloß nicht. Hier. Alles schön traditionell. Wie bei uns jetzt. Ja, aber so ist Christian doch eigentlich echtlich. So ein Kerl, der maximal samstags einkaufen geht und sich dann dafür total feiern lässt. Und trotzdem arbeitet nicht er weniger, sondern Mama. Lotte, willst du jetzt ernsthaft deine Situation von vor 2 Jahren mit der von Finn vergleichen? Finn ist ein kleiner Junge, dem es total mies geht. Hätten wir den ins Heim stecken sollen, oder was? Natürlich nicht. Also. Kannst du mir noch mal den Kaffee geben? Holen dir selbst. Holen dir selbst. Kann ich Sie etwa auch verunsichern? Jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche. Ja, genau. Zum Beispiel darauf, wie Sie in der Semperoper singen werden. Kennen Sie eigentlich die Geschichte von der Frau, deren Mann den ganzen Laden für Sie gemietet hat? Obwohl sie gar nicht singen konnte? Der war allerdings auch steinreich. Sie könnten mich natürlich auch ins Konzert einladen. Zum Beispiel morgen. Beethoven. Von Schostakowitsch. Noch mehr Bombast. Herr Stricker, in Ihrem Herzmuskel konnten wir infolge der durchgemachten Myokarditis Narben nachweisen. Weshalb wir auch mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass Ihr Sinusknoten Narben hat. Sinusknoten? Das ist der Taktgeber des Herzens. Weshalb Ihr Herz immer mal wieder aus dem Rhythmus kommt und zu wenig Blut in den Kreislauf pumpt. Als Folge von der Grippe. Vereinfacht gesagt, aber ja. Und jetzt, ist das halber? Also, halber ist es nicht, aber es lässt sich sehr gut behandeln. Mit einem Herzschrittmacher. Keine Sorge, das ist heute kein großer Eingriff mehr. Das Gerät überprüft den Herzschlag und greift nur ein, wenn er zu langsam ist. Und ich kann damit ganz normal leben? Ja. Sie müssen allerdings ab und zu mal zum Kardiologen, um das Gerät kontrollieren zu lassen. Ich werde jetzt mal einen Termin im Krankenhaus machen. Kommen Sie, wir besprechen alles weiter. Hallo, Frau Peters. Hallo. Finn wollte Ihnen was sagen. Tut mir leid, dass ich dich gebissen habe, Jule. Ach, Finn. Schon in Ordnung. Wo ist denn Emil? Wir haben auch was für ihn, damit die beiden sich leichter vertragen können. Ich glaube, der ist drin. Danke. Na komm. Ja, ich wollte mich auch noch mal in aller Form entschuldigen. Und falls es noch mal schlimmer werden sollte... Komme ich zu Ihnen, versprochen. Okay. Ich schaue auch mal nach den anderen. Ja. Frau Peters? Frau Peters? Tanja, ruf von RTW! Frau Peters, können Sie mich hören? Hey, das ist ja Finns Erzieherin. Ja, Jule Peters. 30 Jahre, war kurzzeitig bewusstlos. Zugang liegt. Ansonsten Verdacht auf septischen Schock. Okay, Schockraum. Eine Nachmittagssprechstunde bietet Frau Ewald vorläufig gar nicht an. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, das tut mir leid. In Ordnung. Frau Mann, halten Sie bitte. Gut, wiederhören. Schon gut, ich mach das eben selber. Worum geht's denn? Mir fehlen Einbahnhandschuhe.
Ich mach das. Ich gehe ins Lager. Der Doktor ist mit einem Notfall im Krankenhaus und Sie müssen hier die Stellung halten. Also gehe ich. Ist das ein Friedensangebot? Es ist vor allen Dingen notwendig. Danke. Frau Bender? Ich mache uns jetzt erstmal einen Kakao und dann spielen wir was, ja? Was ist mit Jule? Christian ist bei ihr und er kümmert sich darum, dass sie ganz schnell wieder gesund wird. Finn, das ist nicht deine Schuld. Ich wollte das nicht. Wirklich nicht. Ich weiß, das weiß ich doch. Zugeschlossen. Hallo. 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 Ist was passiert? Frau Peters ist zusammengebrochen und Christian ist jetzt mit ihr im Krankenhaus. Finn macht sich Vorwürfe. Finn, hast du vielleicht Lust, mit zum Fußball zu kommen? Da sind doch Jungs im Team, nicht, Rosalie? Klar. Ja. Das ist eine gute Idee, oder? Bisschen rennen? Ja, na los, kommt. Ab. Wir warten noch auf die Analyse der Blutkulturen und bis dahin Breitspektrum-Antibiose. Der Hund ist hier stabil? Ja, keine erhöhte Temperatur mehr und die Herzfrequenz im oberen Normbereich. Hast du irgendeine Ahnung, was den Schock ausgelöst haben könnte? Nein, jedenfalls nicht der Biss. Naja, sie hat keinen Streifen am Arm und keine geschwollenen Lymphknoten. Hm. Bei der Anamnese hat sie über Rückenschmerzen geklagt, aber eigentlich hat sie es auf dieses Rumtoben mit den Kindern geschoben. Ja, das klingt plausibel. Oh. Laborergebnisse, warte mal. Leukozytose. Procalcitoninwert deutlich über 10. Urosepsis. Und die Rückenschmerzen könnten der Vorbote gewesen sein. Du meinst eine Harnwegsentzündung, die sich zu einer starken Nierenbeckenentzündung ausbreitet? Aber dann müssen die Schmerzen viel, viel stärker sein. Ja, waren sie vielleicht auch, aber sie hat es nicht zugegeben. Ja, weil sie so fixiert darauf war, dass die Schmerzen von der Bisswunde kommen. Ich leite gesonderte Untersuchungen des Harn- und Genitalbereichs ein. Und dann frage ich noch mal nach wegen der Blutkultur. Okay. Der kleine Drache schlief ein, während er sich an seine Mama kuschelte. Der Mond zwinkerte mit den Augen, die Sterne lächelten. Und das Letzte, woran der kleine Drache dachte, war, dass er nie, nie, nie wieder weglaufen würde aus dem Nest. Ende. Bleibst du noch ein bisschen? Bis Michael kommt. Der will euch bestimmt auch noch gute Nacht sagen. Du? Ja? Ist Deutschland Weltmeister? Im Fußball? Jetzt gerade nicht, aber wir waren es schon 4-mal. Hat dir das Spaß gemacht, das Fußballspielen? Er hat sogar ein Tor geschossen, obwohl er der Kleinste war. Was? Ja. Ja, die Schmerzen waren schon sehr heftig. Aber wieso sind sie nicht zum Arzt gegangen? Weil es auch wieder weggegangen ist. Außerdem konnte ich mir nicht leisten, nicht zur Arbeit zu gehen. Was habe ich denn jetzt? Angefangen hat alles mit einem Nierenstein. Ja, der wurde vom Urin aus den Nieren ausgespült. So ein Harnleiter ist aber sehr eng und dort ist er dann stecken geblieben und dadurch konnte sich der Urin stauen. Ja, und weil die Bakterien und die Giftstoffe nicht abfließen konnten, hat sich der Harnweg entzündet und daraus ist dann eine richtig ernstzunehmende Nierenbeckenentzündung geworden. Und die Entzündung hat sich dann zur Sepsis entwickelt. Deswegen bin ich zusammengeklappt. Sie können von Glück sagen, dass Dr. Kleist da war. Danke. Also kam das gar nicht vom Arm? Nein. Und was passiert jetzt? Ja, wir konnten den Erreger isolieren und Sie bekommen jetzt ein speziell darauf abgestimmtes Antibiotikum. Und sobald Sie sich etwas erholt haben, werden wir mit einem minimalinvasiven Eingriff den Harnleiter des Steins zertrümmern. Ja, und dann sind Sie wieder ganz topfit. Okay? Ich schau gleich nochmal rein. Morgen. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ich schaffe das allein. Das weiß ich. Systemoptimierung beim Neustart statt Friedenspfeife. Ja, das ist auch gesünder. Hm? Nein, danke. Das passt nicht zum Aroma meines Oolong. Schön, dass Sie Ihre Missverständnisse ausgeräumt haben. Ich hoffe, wir unsere auch. Sie bestehen auf dem Konzert für heute Abend? Hm.
Sie entschuldigen mich. Herr Strecker. Guten Morgen. Wie lief es gestern? Alles bestens. Der Herzschrittmacher ist schon drin. Hat nur eine gute halbe Stunde gedauert. Ich konnte gestern Abend schon wieder nach Hause. Habe ich Ihnen doch versprochen. Allerdings müssten Sie die Nachuntersuchung im Krankenhaus machen. Die sind einfach besser dafür ausgerüstet. Deshalb bin ich nicht hier. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Bei Ihnen natürlich auch. Und fragen, ob Sie nicht Lust haben, heute Abend mit mir ein Bier zu trinken. Alkoholfrei natürlich, also ich wenigstens. Vielleicht können Sie mir hier in Eisenach eine Kneipe zeigen, in der Folkrock läuft oder Metal. Metal? Ja. Also, wenn Sie wollen, holen Sie mich nach Feierabend ab. Mach ich. Bis dann. Bis dann. Was ist mit Beethoven und Schostakowitsch? Da hatten Sie doch eh keine Lust drauf. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Sehr schön, dass du ihn mitgenommen hast zum Fußball. Nein, Bewegung an der frischen Luft hat noch niemandem geschadet. Und wo kann man sich am besten austoben? Beim Fußball. Ach, ich sag's dir. Ich bin übrigens froh, dass Finn Rosalie als große Schwester akzeptiert. Die wird ihm bestimmt später bei der Mannschaft helfen können. Ja, sie kümmert sich. Ach, Frau Peters. Hallo, Frau Peters. Genau. Darf ich vorstellen, Inge Kleist, Jule Peters. Hallo, na, wie geht's Ihnen? Ich bin wieder topfit, seit gestern aus dem Krankenhaus. Sehr gut. Ich wollte Ihnen eigentlich was vorschlagen. Also, wenn es Ihnen helfen würde, dann könnten wir es vielleicht noch mal mit Finn versuchen im Hot. Ich müsste natürlich mit Emils Mutter reden. Vielen Dank, aber Sie hatten recht. Er braucht eine feste Bezugsperson. Ja, wir wollen, dass er wenigstens nachmittags bei einer Familie ist. Das ist doch super. Ich mach mit. Bewegungstalent hat er ja. Hey. Eigentlich sollten Sie auch mitspielen, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen früh.